Herzlich willkommen, Jakarta, auf dem dritten Marsch. Wir fahren jetzt über Führungskurs weiter ein, um das Heu ins Lager zu bekommen. Sobald das fertig ist, werden wir die Ernte starten auf Feld Nummer 15. Wahrscheinlich Weizen. Oder Gerste. Und angekommen. Speichern wir ganz kurz. So, gespeichert. Jetzt müssen wir noch löschen. Kursladen. Schwartenfeld 27. Und Kurs dazugeben. Anhängen, Führung, Hof. Ja. Jetzt darf er Heu sammeln. Ups, das ist verkehrt. Na, verkehrt nicht, aber halt, muss noch einen Kurs früher beginnen. Und so schenken wir die ganze erste Reihe. Das geht nicht. Da müsste klappen. Und klappt auch. Dann werden wir jetzt mal uns um die Erde kümmern. Dass der mal startet. So. Jetzt laden wir kurz den Kurs, den Programm Erntefeld 15. Also oben. Aussaat. Na, Erntefeld 15. So. Macht er auch Schwatt? Zikale ist das. Ah. Ja, optisch ausgesehen fast wie die Gerste. Oder Haufen. Überhaupt alles, ne? Ja, das ist heute Folge Nummer 2. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Schöne Kaffeezeit. Wir machen jetzt hier weiter und ernten auf Feld Nummer 15. Das heißt, jetzt brauchen wir einen LKW. Beziehungsweise, wir wollen den mal verkaufen und wollen einen Ersatz haben, der gleichwertig ist. Das kann auch ein Fan sein. Aber der ist nicht ganz. Nicht so gut. Er macht mir so viele Probleme. Probleme in der Beziehung. So, was kaufen wir ein? Mittelgroß. Sollte ungefähr 500 PS haben.
Okay, 2. Für die Straße ist da nicht gut. Zu langsam. Haben wir nicht gerade ihn gehabt. Dann wäre ja blöd, die wieder zu kaufen, ne? Ja, der Defend ist zu schwach. Der ist wohl eher was. So. Die Farbe lassen wir mal so. Die PS-Zahl, Reifen nehmen wir. Breitreifen und Gewichte. Passt. Dann können wir gleich einsteigen und dann abdüsen. Da ist ja unser Kumpel. Schon erste Fuhrreihe in Lage. Da hoch ist ein Hänger. Den gelben. Traktoren machen sich besser zur Überfahrt. Der LKW ist da ein bisschen mit meiner Meinung ungeeignet. Ist nicht so wendig für Crossplay. Kann daran liegen, muss aber nicht. So. Jetzt haben wir gleich mal den Drescher leer machen. Das Problem ist mit Abfahren, dass es nicht so richtig klappt. Weil meistens fahren die Drescher so früh los, beziehungsweise der Wendekreis ist irgendwie ungünstig, dass er sich meistens dann blockiert. Den einen Arm meistens wegschiebt. Ich habe ihn zerdrückt. Machen wir ein bisschen länger. Das Problem liegt daran, bin zwar weg. Sie meistens hier vorne gegen den Traktor gefahren wird. Wenn er wieder einscheren würde zum Ernten. Nicht viel Platz und da ist ein zweites Pferd, das schon passiert. Das trifft ja eher den Kurzbefahrer zu. Ich kann ja noch reagieren. Kurzbefahrer ist dann nicht so flexibel. Schönes Heu. Jetzt haben wir schon die
den zweiten Bestandteil für unsere Mischfutter. So, Lager füllt sich, denke ich mal, ne? Überlegen. Gas mähen müssten wir eigentlich. Haben wir einen freien Traktor. Nehmen wir den. Gegenverkehr hier. So wie der Betrieb heute hier. Würden wir gleich oben hinstellen und dann sofort das Mähen knacken. Ja, ist weit gefahren. Kennen wir nicht auch hier, ne? Keine Ortskenntnis. Ja. Ist leider so. Mal gucken hier, ob wir Platz haben. Ups, den weißen gleich. Wir haben Kalkstreuer. So, dann stellen wir das Gewicht hier vorne ab, an der Ecke. Entschuldigung. Mal gucken, ob wir auch als hier vorne nehmen können. Mal angucken. Na, das geht nicht. Da hätten wir die Kurve ist. Werden wir uns gleich mal das vordere Teil schnappen. Noch nicht so sehr kaputt. Jetzt fahren wir mal. Jetzt können wir den Kurs mal öffnen haben. Zu unserer nächsten Wiese. Den Main hat man ganz schnell. So, angekommen. Hier müssen wir aber auch den Kurs neu berechnen. Speichern mal Feld 21. So, gehen. So, das dauert jetzt eine halbe Stunde.
Ja, das Folge zu Ende, ne? Jetzt werde ich. Kommen wir jetzt auch fertig? Wird müde. So, kein so spät. Ist erst 8:45. Aber das würde sich gerade so anbieten. Wir können den Überführungskurs schon mal einfahren. Für später. Nee. Nur weil ich gerne sage, wir sind weit vorgefahren. Und garantiert gerammt. So, jetzt fahren wir in die Führung kurz ein. Können wir das so gestalten? Mit Überladewagen zum Noten und zu arbeiten. Der Traktor ist gut, sehr, sehr stabil. Kann auch enge Kurven mitfahren. Gefällt mir. Regale. Ja, wir brauchen das Geld dafür. Größere Runde. Auslang. Und zurück. Der heutige kommt gerade richtig und brauche ich draußen nicht gießen. Fertig. Speichern wir gleich. Ja. Hochziehen, kann man anschreiben. So. Wir können auch flexibel sein, wir können auch hier entsprechend Abfahrer einstellen, der selbstständig abtankt. Das ist ein Risiko, dass er entsprechend rammt. So, hier ist die FPS bis im Keller. Liegt aber auch daran ums Feld. Schau nach Neufahrer. Das sind natürlich blöde Kurven, ne?
Besser wäre natürlich der Beziehung, dass wir da das längst gegangen wäre, aber gut. Jetzt sollen wir bald alleine fahren. Wir werden nacharbeiten müssen, denke ich mal ganz stark. Oder fährt jetzt zurück? Ja, das macht er, das packt er. Sehr schön. Vorleistung. LKW. Also ich habe keinen Traktor frei mehr. Doch hier. Dünger muss fertig sein normalerweise. Nicht ganz, in der Mitte fehlt noch was. Etwas blöd, aber gut, noch nicht zu spät. Wir müssen echt mal nach dem Kühlen schauen, dass wir das Wasser haben. Machen wir gleich. Dürfte alles gewesen sein. Nee. Jetzt ist noch. Wo ist denn der Abfahrer? Nicht so sauber angefahren. So dicht dran. Ja, eine Kurve gibt Schwierigkeiten, das ist ja gleich. Müssen wir eilen. So, Einstellung unbekannt. Fahrerabschluss. Wir müssen ein bisschen weiter weg. Natürlich sehr, sehr, sehr wagemutig aus. Gut, hat's gereicht. Und trotzdem dabei bleiben, weil in der Kurve gibt es Schwierigkeiten. 200%. Wollen wir nicht. Mit Stroh werden wir ins Lager fahren. Dann können wir den Kurs gleich nehmen nachher. Also nachher, nächste Woche. Ja, die Erde dauert noch eine Weile. So. Hat er wieder Hotladung Heu? Ist gut.
Ja, die Leitplanke, Junge, Junge. Hast du abgehuckt? Alles oben. Scheiße. Mist, sag ich mal, Mist. Wie kommen wir da wieder raus? Da müssen wir wieder improvisieren. Und gerade jetzt, wo der Heufahrer fährt, nee. Und bei Eier. Reicht doch. Das war haarscharf. Er hätte mir voll gerannt, der hätte ihn über den Haufen gefahren, der kennt ja nichts. Ja, die nächste Kurve wird ein Problem sein, ne? Egal. Dann machen wir anders. Beim Menü ist egal. Machen wir noch eine Vorgewende. Den normalen Helfer. So, vorne auch mal starten, wenn es geht. Der normale Helfer zu hoch runterfahren geht auch. Weg, du Vogel da. Steht im Wege. Jetzt machen wir Hackfleisch. Ups. Hab ich schon gedacht. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Leider ist die Zeit wieder abgelaufen. Wie es weitergeht, schauen wir in einer Woche beziehungsweise morgen, wenn man es genau nimmt. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Natürlich würde ich mich freuen, mal wiedersehen. Und ein fleißiges Reinschalten. Bleibt mal. Ciao.